Wir sind wieder bei mir in der Werkstatt. Mal gucken, was wir heute machen. Moin, moin, ihr Lieben. Heute geht es darum, diese wunderschönen Motoren mit ihren 2 Ampere zu versorgen. Ich verwende die recht häufig und daher kenne ich da auch sämtliche Daten auswendig. Zunächst möchte ich mich aber mal bedanken. Ich habe hier 3 Pakete. Einmal große Pullis, einmal kleine Pullis und einmal eine Packung Kugellager. Die kam von euch und das finde ich echt toll. Dankeschön. Ich kann leider keinen Namen nennen, weil kam kein Name dazu. Und was hier piept, das ist übrigens mein Messgerät. Das finde ich jetzt gar nicht so schön, dass das piept. Jetzt hör auf zu piepen hier. So, wir sehen hier eine Anzeige, Gleichspannung, Volt. Was hat das mit Ampere zu tun? Im Prinzip herzlich wenig, aber es ist nun mal so. Schärfe? Jawohl. So, hier sind 4 Treiber drauf. Ne? Meine süße kleine Maschine, die ich da gebaut habe, die hat ja auch 4 Motore. Bei der MPCNC wird viel in Reihe oder parallel geschaltet. Irgendwie so ein Humbug, halte ich nichts von. Hier wird jeder Motor einzeln versorgt, so gehört sich das. Ne? Und damit ist die Sache eigentlich schon erledigt. Wir wollen jetzt die Referenzspannung einstellen, passend zu meinen 2 Ampere Motoren. Ich habe die bereits eingestellt, ich will es euch nur einmal zeigen. Zunächst das schwarze Kabel vom Messgerät an die Masse des USB-Anschlusses. Habe ich mittels einer Krokodilklemme angeklemmt, funktioniert tadellos. Dann haben wir noch ein zweites Kabel. Das ist hier so ein rotes, auch mit Krokodilklemme und wir haben einen passenden Schraubendreher, der in diese mikroskopisch kleinen Potis reinpasst. Und da sollte man auch vorher nicht gesoffen haben. Ganz ehrlich, einmal daneben und es qualmt. Und es qualmt nur einmal, dann könnt ihr das vorm Haus in den großen Behälter mit dem Deckel tun. Ne? Dann ist es nämlich Müll. So, Fakt ist, Krokodilklemme ran an den klitzekleinen Schraubendreher und dann setzen wir den Schraubendreher auf den Poti auf. Dann sehen wir eine Spannung. In meinem Fall 0,011 Volt. Das heißt also 11 Millivolt. Das ist ein bisschen mehr, als es sein soll. Ich habe aber auch lange Kabel dran und aus Erfahrung weiß ich, dass es richtig ist. Das entspricht dem Wert für Motoren mit 2 Ampere Leistung. So. Wie komme ich auf den Wert mit den 2 Ampere? Nun, laut Faustformel sagt man einfach die Hälfte der Amperezahl, also 2 aus 2, die Hälfte ist 1, ja, in 10 Millivolt Schritten. Also 2 Ampere, die Hälfte davon ist 1, das heißt 10 Millivolt sollten hier eingestellt sein. Wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr genommen. Ich weiß, dass meine Motoren das vertragen. Macht das bei euren Motoren bitte richtig. Man kann auch im Nachhinein, wenn dann die Fräse läuft, zusehen, dass man einfach mal eine thermische Überprüfung macht, einfach mal Finger an die Motoren legt, wie heiß die werden. So, jetzt ziehe ich dem Ding erstmal den Stecker, weil jetzt möchte ich euch noch andere Sachen zeigen. Ich hoffe, meine Kamera macht's mit. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich versuche es mal noch weiter zu vergrößern. So. Ansonsten, dafür findet ihr auch Informationen ohne größere Probleme im Internet. Hier zum Beispiel seht ihr 2 Jumper. Ja. Das heißt in meinem Fall, dass meine Y-Achse, hier steht auch ein kleines Y auf der Platine daneben, das könnt ihr jetzt bloß nicht sehen, dass meine Y-Achse auf dieser Endstufe liegt. Das ist die rot markierte Endstufe. Die ist nämlich frei zuzuordnen. Kann man hinlegen, wie man lustig ist. Dazu kommt, für alle, die einen Laser anbauen wollen oder eine Spindelsteuerung, dass, ups, entschuldigt, ich bin an die Kamera gekommen, dass hier der Z-Pin ist. Der Z-Pin entspricht auf dem Arduino dem Pin D11. D11 ist Power. Also PWM-Signal, ne? Legt nicht alles auf der Goldwaage, was ich sage. Ich erkläre es einfach mal frei Schnauze. Ne? Ich bin da auch kein Fachmann. Ich habe mir das auch alles selber beigebracht. So, dann geht's weiter. Unter diesen wunderschönen kleinen Endstüfchen sind hier, ich hoffe, es ist scharf und gut zu sehen, ja, sind hier noch Jumper drunter. Da kann man
bis zu 3 Jumper pro Endstufe setzen. Oh, und jetzt, Papa hat mal wieder gemalt. So. Ne, Jumper 1, 2, 3. Und je nachdem, wie ihr den setzt, habt ihr so und so viele Schritte pro Umdrehung, voller Umdrehung. Ne? Also ist kein Jumper drauf, 200, ist nur einer drauf, 400, ist der mittlere drauf, sind es 800 und so weiter und so fort. Findet ihr im Internet auch noch eine wunderschön geschriebene Datei, da könnt ihr das auch besser sehen. Einfach mal eingeben, CNC Shield V3. Diese Jumperzahl sollte man wissen. Man sollte wissen, wie man das Ding gejumpert hat, weil man muss später die Daten bei Estelcam eingeben. Dazu kommen wir aber später. Ich hoffe, dass ich es heute noch schaffe, die erste Bewegung der Fräse hinzukriegen. So, hier haben wir die beiden Stromanschlüsse. Wie gesagt, darunter steckt ein Arduino und das ist schon der ganze Zauber. Ne? Die Motoren selber werden über solche Flachstecker angeschlossen. Ja, also auch nichts Besonderes. Und zwar ist neben jeder Endstufe einmal so ein Steckkontakt. Und aufpassen, dass man die ordentlich trifft und Rinderding. So, sollte der Motor falsch umdrehen, kann man natürlich lange in den Einstellungen der Software suchen, bis man den Haken gefunden hat, wie dreht er andersrum. Man kann es auch anders machen. Man nehme den Stecker raus. So. Drehe ihn um 180 Grad, so, und steckt ihn wieder rein. Und schon dreht der Motor in die andere Richtung. Naja, ich lasse es mal weg, muss ja eh noch verbaut werden. So, und das ist eigentlich schon der ganze Zauber dieses kleinen Gerätes. Also aus meiner Sicht kein Hexenwerk. Wenn man natürlich die Fräse mit NEMA 23 beaufschlagen möchte, dann sollte man natürlich ein Arduino ohne CNC-Shield nehmen. In meinem Fall habe ich genommen ein Arduino Nano mit einem sogenannten Screwboard. Das ist dieser hochgradig wissenschaftliche Name für Verschraubungen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das alles Englisch sein muss, aber egal. Ja, und dann TP6600 Endstufen dran. Das sind die Dinger, bloß in groß. Ja, und weiter geht's denn nach dem nächsten Schnitt. Ich hoffe, dass ich euch dann eine Maschine zeigen kann, die sich bewegen könnte, wo ich aber eben noch mit Estelcam die Einstellungen mache. Die Einstellungen mit Estelcam sind extrem simpel. Also, das funktioniert tadellos. Ganz tolles Programm, Lob an Christian Knüll. Hammerding, einwandfrei. So, nichtsdestotrotz, Schnitt. So, Freunde der spannenden und brennenden Kunst. Wie man sieht, habe ich hier schon eine mächtige Verkabelung geschaffen. Das Steuerteil hängt momentan versuchsweise noch in der Luft. Das muss noch in eine Metallkiste. Hier sieht man auch noch ein loses Kabelende. Da gehört eigentlich der Laser dran. Den habe ich noch nicht angeklemmt. Die Spindel ist auch noch nicht angeklemmt. Zumindest nicht an dem Steuergerät, weil auch dazu fehlt mir noch ein Gehäuse. Aber wir können ja mal probieren, ob das gute Stück schon irgendwas kann. Und dazu müssen wir als allererstes mal ins Estelcam. So, jetzt versuche ich das mal ins richtige Bild zu rücken. Jawohl. So. Da gehen wir als erstes mal auf die Einstellungen. CNC Steuerung. Und da sehen wir im Prinzip auch schon meine Werte, weil ich bin ja böse, vorher schon mal probiert. Nein, ist aber kein Hexenwerk. Ne? Wir wissen ja, dass unsere Zähnchen auf dem Pullis 16 Stück an der Zahl sind. Bei einem GT2 macht das einen Umfang von ca. 32 mm. Genau kalibrieren muss man hinterher. Da macht man ein Stück von 100 x 100 mm Kantenlänge und dann guckt man, ob das auch wirklich 100 ist oder nicht. Sollte das nicht 100 sein, so hat man hier eine Anzahl an Schritten, die man ändern kann, oder eine Anzahl an Millimetern, je nachdem, wie man es lieber macht. Ne? Ich persönlich merke mir lieber die Schritte als die Millimeter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei 100, 105 habe, nur mal als Beispiel, ne? So setze ich 1600 zu 105 wie 100 zu x. Ne?
Ganz simple Rechnung. So, ich habe hier eingegeben, erstmal 1600 Schritte pro Umdrehung, das ist bei mir Standard. Weg pro Umdrehung sind in der X- und der Y-Achse 32 mm, die werden ja von dem Riemen angetrieben. Und leider sehr langsam in der Z-Achse meine Gewindestange. So, Beschleunigungsweg, das heißt, wie viel Weg darf der Motor machen, um auf Höchstgeschwindigkeit zu kommen? Ja, von 0 auf gleich starten die ja auch nicht. Habe ich jetzt erstmal 3 mm eingegeben, die Fräse ist noch neu, ich habe keine anderen Erfahrungen, das wird sich erst in der Zeit zeigen. Startvorschub, also mit wie viel Speed fängt er an? 60 mm Schrittimpulslänge automatisch. Soweit so gut, die Steuerung läuft. Normalerweise müsste man jetzt, nachdem man das alles eingetragen hat, hier auf Steuerung programmieren gehen. Dann wird der Arduino programmiert. Und das war es dann eigentlich auch schon. Das ist das ganze Hexenwerk. Ne? Hier oben GABL 09 bis 11 mit PWM ist natürlich wichtig. Den COM muss man sich aussuchen. Ich glaube, das brauche ich keinem erklären. Das hat man bei jedem 0815 Drucker. So, und wenn man das gemacht hat, dann kann man sich hier zum Beispiel mal eine Skyline von Magdeburg greifen. Ja, und dann sieht das so aus. Und jetzt stelle ich euch mal vor die Fräse. Ich hoffe, dass es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, Moment. Auf den Bildschirm gerichtet. Vielleicht ein bisschen vergrößern. Ja, Profis machen das bestimmt anders. Aber ich bin kein Profi. Ich muss, glaube ich, weiter weg, ne? Ach ja, na gut. Dann gehen wir halt weiter weg. So, ihr müsst es mir jetzt einfach glauben, weil ich glaube, erkennen kann man den kleinen Auswahlstern hier nicht wirklich. Ihr müsst mir wahrscheinlich jetzt einfach glauben, dass ich das steuere. Ja, und jetzt lassen wir es mal auf den Versuch ankommen, ne? Ich weiß ja, dass es funktioniert. Ich war ja schon, ne? So, jetzt komme ich euch mal entgegen. Hui! Das ist mir zu nah dran, jetzt fahre ich wieder weg. So. Und jetzt spielen wir ein bisschen Ping-Pong, schaut nach links und schaut nach rechts. So, und nun fahren wir nochmal ein bisschen nach links, ich glaube, da bin ich besser im Bilde. Und jetzt fahren wir einmal nach oben und man sieht, alles funktioniert, wie auch nach unten. So, als nächstes werde ich mich jetzt damit beschäftigen, hier die Spindel dran zu prügeln. Und dann kommt im Prinzip der erste Test. Unter realen Bedingungen, dann werde ich da irgendein Stück Holz draufschrauben, weil eine Opferplatte habe ich noch nicht. Und dann geht's los. Das ist das ganze Geheimnis. Ich sag ja, Fräse bauen ist Pillepalle. Ich meine, klar, ein Uhrmacher wird das Ding nicht gebrauchen können, weil Uhrmacher nimmt sowieso keine Fräse, die arbeitet mit Funkenerosion. Ja, es ist für ein Tausendstel Jäger natürlich ungeeignetes Material. Ja, ich weiß zwar nicht, was man mit dem Tausendstel genau machen will, aber lass die Leute tun, wie sie wollen. Ja, diese Fräse ist für den Modellbaubereich zum Beispiel aber völlig ausreichend. Man kann einen Kugellagersitz fräsen, das funktioniert, das habe ich mit der anderen auch schon gemacht. Ja, man kann im künstlerischen Bereich Schwibbögen bearbeiten, weiß der Geier, es gibt so viel, was man damit machen kann. Ja, und wenn die Spindel laufen sollte, falls ich das heute noch schaffe, was ich aber stark bezweifle, ach nein, wisst ihr, wir machen einfach den Test, da machen wir einen anderen Teil draus. Ich setze das Ding jetzt erstmal so, wie es ist, ins Netz. Und sage nur, viel Spaß beim Mitmachen, Nachmachen, Besser machen. Und tschüss!